So, Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von SpongeBob. Das letzte Mal haben wir hier die Schallwellen-Herausforderung geschafft. Das war wirklich ein anspruchsvolles Gerät, aber hat auf, wie gesagt, ganz perfide Art und Weise auch Spaß gemacht irgendwie. So, wir könnten jetzt theoretisch nochmal die Macho-Zeit versuchen, aber gar keinen Bock drauf. Wir machen jetzt einfach die Zeit-Herausforderung, würde ich sagen, bei SpongeBobs Traum. Mal gucken, wie es wird. Na, hier gibt es ja zumindest auch noch einen Pfad, den werde ich jetzt einfach mal nehmen gleich. Ich denke mal, ich muss hier nur die Runden abschließen und nicht wieder dem Penner da folgen. Da gibt es auf jeden Fall diesen einen Pfad, den wir noch langfahren können, wo potenziell ein Schatz versteckt ist. Ja. Ein gewisser Tempel, der mir das gezwitschert hat, dass da... Dass da vielleicht eins ist, weil er dabei war, als ich das Level gemacht habe. Hehe. Echte Männer mögen Herausforderungen. Ja, deswegen hasse ich Herausforderungen. Da ist was dran, tatsächlich. Ich werde euch eine Zeit vorgeben, in der ihr 3 Runden fahren müsst. Unterbietet die Zeit und ich werde euch belohnen. Geil. Echte Männer sind Feministen. Das meine ich übrigens erst. So, 5 Minuten. Ja, moin. Okay. I can do this. Kann man hier auch rein? Da kann man nicht rein. Ich sehe dich. Ich schon gleich am Anfang so versage. Na egal, ich fahre einfach weiter. Ich will erstmal die Schätze da holen. Oder es versuchen. Und auf der Strecke, auf der Achterbahn, da sind ja potenziell auch noch Schätze, ne? Ach, der nur von einer Seite aus rangefahren bin, glaube ich. Ja. Redet nicht durcheinander. So. Ein bisschen Erdnüsse hier. So. Hier nämlich, ne? Bumm. Ja, hier haben wir wieder einen Schatz. Ja, okay, die Zeit ist eh im Sack. Komm, wir holen jetzt das Ding. Ich kann da nicht mehr rein, ne? Ich lach mich kaputt. Wirklich. Kaputt bin ich. Ja, wir holen jetzt Schätze. Scheiß drauf. Du musst in die andere Richtung! Ja, Uka Uka, ist okay. So, jetzt bitte. Danke! Warte mal, wie viel gibt's hier? Aha. Vielleicht auf der Achterbahn. Ich weiß gar nicht, hatten wir einen auf der Achterbahn? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß das nicht mehr. Wir gucken einfach, würde ich sagen. Komme ich da jetzt schon rauf? Ich komme noch nicht rauf, ne? Ne. Da komme ich erst in der dritten Runde rauf. Sehr schade, aber wir testen es auf jeden Fall. Boah. So fühle ich mich auch gerade. Boah. Mein Bootmobil stirbt. Ja, da. Nee, doch nicht. Aber auf jeden Fall bei dem Pfad war ich noch nicht. Also potenziell ist das schon ein Schatz. Ich fahre mal außen lang, vielleicht ist hier noch irgendwas Schickes. Einfach schon die Hälfte der Zeit nur für eine Runde aufgebraucht. Oh, ich guck mal hier lang. Ein neuer Pfad. Kann man hier lang? Yeah. Wie gut, dass ich meinen Sicherheitsgurt angelegt habe. Wenn es hier natürlich ein Schatz ist, wäre das super. Aber ist es nicht. Doch! Ha! Geil. Dann haben wir schon alle, ne? Richtig. Dann kann ich ja direkt neu starten, ich hier. Ja, vergessen. Geil. Oh mein Gott, wir haben echt Schätze gefunden. Ich werd verrückt. Ich pferd verrückt. Na, wer erinnert sich noch an ich pferd verrückt? Auf jeden Fall die besten Nebenmissionen in Breath of the Wild. Und falls Sie es nicht verstanden haben, das war Sarkasmus, die Arschgesicht. So, fahren, schnell. Keine Zeit für Fehler jetzt. Ich bin gar nicht im Takt. Beziehungsweise in der Melodie. Aber jetzt bin ich es doch. Jetzt doch mach ich alle fertig. Ich kann nicht improvisieren. Da bin ich komplett scheiße drin. Spontan Texte überlegen. Kann ich leider nicht. Autsch. Jedes Mal.
Scheiß Eiskugel, verpiss dich! Boah, diese komischen tanzenden Erdnüsse, das erinnert mich irgendwie an das Intro von... Achtung! Ja! Walt Disney World Quest Magical Racing Tour. Der wunderschöne Crash Team Racing, Diddy Kong Racing Klon mit Chip und Chap in der Hauptrolle für die PS1. Kennt wahrscheinlich keine Sau, falls ihr es kennen wollt. Ich habe ein Let's Play dazu gemacht. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Vor. Wohl 2 Jahre ist bestimmt auch schon wieder her, ne? Ich weiß es gar nicht. Da habe ich auf jeden Fall schon hier gewohnt. Was ich ja auf der. Ich wollte es ja auf der Originalkonsole spielen. Und darüber habe ich dann festgestellt, dass die PS2, wenn man PS1-Spiele spielt, tatsächlich das Format ändert. Und dass meine alte TV-Karte nicht unterstützt hat. War lustig. Mittlerweile geht's aber auf jeden Fall. Weil ich habe eine neue Capture-Card. So, hier lang auf jeden Fall. Ich glaube, es war kurz, genau wie hier. Ich war ja aber nochmal lang. Das wirkt alles sehr kurz. Meine Theorie ist es erstmal egal, weil ich schaffe die Zeit sowieso, wenn ich hier halbwegs normal durchfahre. Aber... Oh. Aufstoßen. Aber ich würde trotzdem schon mal gerne eine sehr gute Zeit fahren. Damit ich quasi sehen kann, wie schnell ich etwa bei der Route bin. Von der ich dann denke, dass sie die beste ist. Wir sind jetzt bei dem Eis. Ich glaube, das war voll die das war voll der Umweg. Okay. Ja, dass ich dann zumindest schon mal weiß, wo ich quasi... Oder wie ich in der Zeit liege und dann bei der schweren Herausforderung zu gucken. Wie viel muss ich noch gut machen? Reicht es vielleicht die Zeit, die ich habe? Was ist Taro, ne? Vista. Damn. Das war auf jeden Fall scheiße, jetzt die zweite Runde. Bin ich leider einen etwas zu fetten Umweg gefahren. Ja, dann weiß ich, glaube ich, echt gut. What the fuck? Ich glaube, da weiß ich tatsächlich auch schon die schnellste Route. Alter, jetzt bin ich auch noch an dem Burger vorbei. Frech. Naja. Diesmal sind wir besser. Nee. Bin mir da nicht so sicher. SpongeBob. So, letzte Runde. So, na gut, der Rechtsgang ist vielleicht gut, aber halt nicht die, den Weg des, ja, wo der Schatz war. Magst du, wie der Burger jetzt gerade so aussieht? Also jetzt ist so, weiß ich nicht. Burger, wie sie bei McDonald's auf den Bildern aussehen und wie sie dann wirklich sind, ist dann so, wenn du 2x Damage kriegst hier. Geh weg, Eiskugel. Die aus Metall ist, aber trotzdem Geräusche macht. Ist ja auch ein Traum, ne? Hier darf ja alles verrückt sein. Also meine Träume sind nicht so kohärent. Wisst ihr, was ich letzte Nacht geträumt habe? Ich habe geträumt, dass ich den Webvideopreis gewonnen habe. Das ist kein Witz. Ich weiß nicht, wann zuletzt ich in meinem Leben an den Webvideopreis gedacht habe. Wahrscheinlich vor 5 Jahren. Ich weiß nicht, warum dieser in mein Gedächtnis mir kam während der Nacht. Ich kann es auch nicht sagen. Und ich weiß auch nicht, womit ich gewonnen habe. Weil ich irgend so ein Comedy-Video gemacht habe, neben meinen Let's Plays, habe ich die gewonnen und habe mich dann selber voll darüber aufgeregt, dass ich den voll nicht verdient habe, weil meine Videos nicht gut sind und die keinen so auch anguckt. So. Das war lustig. An mehr erinnere ich mich nicht. Juhu. Das war sehr merkwürdig. Wisst ihr, was auch merkwürdig ist? Dass meine Zeit bald rum ist. Aber ich glaube, wir sind gleich im Ziel, ne? Ja. Ihr habt es geschafft. Hier ist eure Belohnung. Eieieiei. Wollt ihr eine andere Herausforderung? Ja, wir machen gleich mal weiter, würde ich sagen. Eine Herausforderung gerne annehmen. Nehmt ihr meine Herausforderung an. Übermünzen. Wenn ihr um die Strecke fahrt, werden Ringe erscheinen. Ihr habt nur begrenzt Zeit, um durch jeden Ring zu fahren. Schafft alle Ringe und ich werde euch belohnen. Komm, lass es ja nicht mal wieder aussprechen. Jetzt sehe ich uns eh doch immer wieder das Gleiche. Deo.
Juhu! Das macht doch echt Spaß. Wir fliegen! Ringe! Also langsam habe ich echt genug von diesen gelben Scheißteilen. Muss ich sagen. Okay, aber das ist nett die Stelle. Also da habe ich genug Zeit. Jetzt schaffe ich es wahrscheinlich nicht. Ich habe es geschafft, ne? Ja. Irgendwie wahrscheinlich, mir fehlen die Geräusche gerade. Kommt nicht eigentlich Geräusche, wenn man da durchfährt? Und da war es wieder. Ganz leise. Aber ja, der Sound des Spiels ist sowieso ein bisschen kaputt. Häufig mit irgendwelchen Overdubs, die komplett kaputt sind. Dann die eine Cutscene, die man nur auf dem linken Ohr gehört hat. Das lag nicht an mir, ne? Das war das Spiel einfach. Spiel einfach keine Lust. Das Spiel so, was ist Stereo? 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 Was ist Stereo? Ey. Ein passendes Zitat an dieser Stelle. Direkt den Turbo rausholen, wenn man am Ding vorbeifährt. Ich habe das Gefühl, sind die echt nett, die Ringe. Also, die werden nie rot. Das bedeutet schon was, sage ich mal. Oder selten rot. So wie da, voll langsam rumgefahren, aber es ging. Ihr wollt mich verarschen? Nee. Oh, ich dachte gerade, ich bin falsch abgebogen. Jesus Christ. Ein neuer Pfad. Mann, geht doch weg. Hässlichen Eis. Eise. Verarschen. Dass ich das auch geschafft habe. What the fuck. Okay. Eine nette Strecke auf jeden Fall. Ich bräuchte mal ein bisschen Leben. Interessant, dass wir einen Burger heilen, indem wir Burger einsammeln. Eigentlich ergibt das Sinn. Quasi Ersatzteile sammeln wir ein. Boah, ich hasse diese Eise, ne? Eiskalt. Ich hätte auch mal wieder Bock auf ein Eis, tatsächlich. Ich bin ja nicht so der Eis-Fan. Also, ich mag Eis schon, aber bin jetzt nicht so, dass ich mir denke, boah, geil, jeden Tag 17 Eiskugeln. Aber so ein schönes Eis vor der Eisdiele. Oh. Schon mal Bock drauf gerade. Jetzt, wo es wärmer wird, direkt erstmal Bock drauf. Ach, nächste Woche schneit es wahrscheinlich eh wieder. Von daher. Da habe ich wieder Bock auf. Heiße Schokolade. Hot Coco. Oh, das fühlte sich gut an. Burger fühlen sich gut an. Burger. Armin Burger. Burger. Wir fliegen! Was zum? Kann ich mal kurz Armin Porno-Zeitschrift haben? Dem. Ach ja. Ein Tag ohne Simpsons-Zitate ist ein verschwendeter Tag. Kennt ihr Armin Temsarian von den Simpsons? Ja, ja, ja. Natürlich kennt ihr diese Figur. Werdet schockiert sein, wenn ihr es nicht wisst. Googelt. Wie gut, dass ich meinen Sicherheitsgurt. Aber es war schon einer der neueren Folgen, ne? Oh, da bin ich ein bisschen langsam rum, aber reicht. Ich habe echt das Gefühl, dass die Ring-Challenge, ich sollte jetzt nicht jinxen, weil wir sind noch nicht durch. Aber dennoch, dass sie sehr viel einfacher ist als die bisherigen, weil, keine Ahnung. Die werden manchmal nur rot, wenn sie rot werden, halt nur so ganz knapp und ich schaffe es echt immer gut, da durchzufahren. Bei der letzten bin ich ja wirklich, da bin ich so häufig an den Dingern vorbeigefahren oder habe es nicht geschafft und keine Ahnung, bin gestorben. Das ist das hier doch deutlich einfacher. Ja. Bin bald durch. Ich sollte jetzt auf jeden Fall mir nochmal Mühe geben. Oh nein, müssen wir jetzt. Hey, ein bisschen rauf.
Ja, die Stelle ist ein bisschen kacke, weil man hier schneller mal verkeilen kann. Mach sowas nicht. Alter, wie ich hier wegdrifte. Okay. Huh. Alter, das war nochmal nervenaufreibend. Weil man da halt so wegdriftet bei dem Ding. Das kann man kaum kontrollieren. Ah, okay, geschafft. Huh. Ihr habt's geschafft. Hier ist eure Belohnung. Danke, danke schön. Dies ist eine männliche Herausforderung. Dies ist männlich. Die männliche Zeitherausforderung. Nun, wir sind keine kleinen Kinder. Wir schaffen das. Ja, wir sind Männer. Okay, fahrt 3 Runden und ich werde euch einen ganz kurzen Zeitraum vorgeben, der schwierig zu schlagen sein wird. Ich wünschte, es wäre eine Lüge, aber es ist tatsächlich schwer. Wie viel haben wir? Ich hatte irgendwas mit 4 Zehen gebraucht, ne? Oh, okay. Das können wir schaffen, tatsächlich. Das versuche ich jetzt nochmal. Hatten wir das letzte Mal 4.30? War nicht 4.30 die letzte Zeit? Ne, warte mal, da kommen wir nicht rein. Direkt neu starten. Da kommen wir jetzt in der zweiten Runde rein, aber ich weiß nicht, ob das kürzer ist. Ah, der ewige Struggle. Struggle-Turnier. Okay, aber ich bin ja letztes Mal auf die scheiß Route gefahren, die halt echt viel Zeit gekostet hat, wenn ich die jetzt nicht fahre, sondern einfach immer alle 3 Runden den gleichen einfachen Weg. Dann könnte das klappen. Ich finde aber es auch viel einfacher, hier sich die schnellen Wege zu merken, weil erstmal das Gebiet sehr viel heller ist als die letzten. Ja, nicht in so einem dunklen Scheiß Graben, wo einfach alles, wo man nichts erkennt. Und es ist auch nicht ganz so repetitiv. Hier hast du mal einen Tunnel, dann hast du da, weiß nicht, eine Achterbahn, dann hast du da offenes Feld mit lustigen Eiskugeln, die umfallen. Abwechslungsreicher gestaltet. Was quasi auch mehr, Zeit übrigens 420, fällt mir gerade mal auf. Was halt mehr Wiedererkennungswert hat, sag ich mal. Während im Graben ich mir halt nicht mehr merken konnte, was 10 Meter später kam. So. Erst wenn ich da war, ich mir dann, ach ja, die Stelle gab's ja. So in etwa. Ja, aber man hat das Gefühl, nur die erste Runde ist bei der Stelle scheiße. Naja. Auf jeden Fall, ja. Deswegen finde ich das gerade einfacher als die letzten Scheißgebiete. Hatten wir denn beim letzten Burger-Level, was dann irgendwo da im Graben war? Wo waren das nochmal? Hatten wir da denn die Macho-Zeit geschafft? Ja, ne? Wir haben jetzt nur die Macho-Zeit bei dem in den Graben rutschen übersprungen, richtig? Ich glaube. Oh, scheiße, wir sind ja schon bei... Oh, das ist gar nicht mal so gute Zeit, tatsächlich. Okay, ich wage jetzt mal was. Ich fahre jetzt mal hier lang, aber nicht dadurch. Ein neuer Pfad. Sondern direkt hier lang. Vielleicht ist es kürzer, ich habe keine Ahnung. Ich weiß doch alles nicht hier. Keine Warteschlange, bitte. Keine Warteschlange, bitte. Das hat letztes Mal auch wieder an der Stelle gesagt. Jetzt sind wir auch erst bei dem Eisfeld. Ich nenne es jetzt das Eisfeld. Ja gut, vielleicht reißt es die Achterbahn am Ende raus. Wasserrutsche, Achterbahn, was auch immer. Ich hoffe es. Wäre wünschenswert. Aber ich kann es nicht versprechen. Ups. Ganz kurz auf die Zeit geguckt, wie lange ich aufnehme und plötzlich war ich voll am Rand. Immerhin nicht nach vorne geflogen, nach hinten geflogen.
Mal hier elegant durch. Mio, Mio, Mio. Jetzt haben wir nur 1 Minute 10. Das schaffe ich nicht, glaube ich. Es sei denn wirklich die Rutsche macht jetzt wirklich was aus. Ich fahre jetzt nochmal hier lang. Dosenhalter. Ja, jetzt schon beim Eis. Ich glaube, der ist tatsächlich der kürzeste Weg. Direkt der ganz normale Weg. Ja, schade. Schaffe ich nicht. Ist aber doch eine üble Zeit. Aber hatte ich nicht letztes Mal hatte ich nicht irgendwas mit 4:30 oder so? Oder 4:20? Wo ich mir dachte, oh ja, das ist ja machbar. Wohl nicht. Offensichtlich. Na, ich sag mal so, direkt nach der Rutsche ist es ja fast vorbei hier, aber das schaffe ich nicht in 13 Sekunden. Vor allem, wenn man hier nur rumprallt. Wenn dann sowas passiert hier. Na, leider ist jetzt auch direkt Game Over, ne? Schwierig, aber gut. Dann haben wir was fürs nächste Mal. Ja, aber das war's jetzt erstmal. Und zwar war es das tatsächlich auch mit meiner Aufnahme jetzt für mich. Also ihr seht die nächste Folge morgen, kein Problem. Aber ich werde jetzt erstmal 3 Wochen nicht aufnehmen. Krass. Ha. Naja, 2 Wochen. 2,5. Ja, Zeitherausforderung noch. Ja, müssen wir leider den. Achso, ja genau. Hier sind wir gerade, dann müssen wir das noch machen auf jeden Fall. Das backtracken. Irgendwo nochmal den da holen. Ja, wie ist jetzt mein Plan für die nächsten Folgen? Weiß ich noch nicht genau. Ich würde erstmal einfach weitermachen, ganz stumpf. Ich glaube, ich versuche das hier nochmal. Dann einfach hier nochmal alles machen. Soweit. Boah, das ist Level jetzt auch so schlimm, weil ich keine Ahnung habe, wo da die kürzesten Kabel sind, wo man langfahren kann. Ja, dann irgendwie mal rausfinden, was es hier mit auf sich hat. Wo auch immer ich das übersehen habe. Und dann bald mal weiterspielen. Beziehungsweise dann würde ich tatsächlich erstmal nochmal alle Schätze suchen. Wirklich erstmal bis hierhin alles komplettieren. Und dann hier machen. Ja, in der Hoffnung, dass ich auch direkt alle 4 Schätze finde. Hahaha, sehr guter Witz. Und dann den Endboss klatschen. Tja, gut. Ja. Wobei ich gerade mal überlegen muss. Ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich... Na gut, ich kann ja dann, wenn ich hier bin beim Boss, kann ich ja direkt rausgehen und erstmal das machen und den Boss wirklich zum Schluss machen. Das sollte ja eigentlich gehen, ne? Ich denke mir so, wir werden ja, wenn wir das... Genau das Level abgeschlossen haben, wenn wir direkt hier hinkommen. Ach, keine Ahnung, mal gucken. Vielleicht mache ich auch das irgendwann mal zwischendurch. Was auch immer. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao!